also der i30, das erfolgreichste Hyundai-Modell in Deutschland, geht in seine zweite Runde. Es ist ein komplett neu entwickeltes Fahrzeug. Er wurde in Deutschland entwickelt, speziell für unsere Bedürfnisse von deutschen Ingenieuren. Und dementsprechend letztendlich, ja, unseren Bedürfnissen angepasst. Letztendlich hat eine super Straßenlage, ist mit einer Besonderheit ausgestattet, dem Flex-Tier. Soll heißen, eine Lenkung, die dreifach programmierbar ist, von Komfort bis sportlich, das Ganze am Lenkrad. Er hat einen sehr großen, großzügigen Kofferraum und ja, 5 Jahre Garantie, geben ein bisschen Sicherheit letztendlich, 5 Jahre Mobilitätsgarantie und 5 Sicherheits-, kostenlose Sicherheitschecks sind auch mit bei. Sonst die Sicherheitskomponenten oder... Also der i30, der liegt ja immer schon auf relativ hohem Niveau. Jetzt hat Hyundai noch einen darauf gepackt letztendlich. Wir haben jetzt auch noch zusätzlich einen 7. Airbag bekommen im Kniebereich, damit der Fahrer noch besser geschützt wird. Wir haben neben dem bekannten elektronischen Stabilitätskontrollsystem haben wir jetzt auch noch ein fahrdynamisches System eingebaut, was dann wiederum bedeutet letztendlich, das Auto liegt noch sicherer und macht noch mehr Spaß. Von bis Motorisierung, was gibt es da, was kann der Kunde erwarten? Es gibt 2 Benzinmotoren mit 99 und 135 PS und es gibt 3 Dieselmotoren von 90 bis 128 PS. Und da ist das Schöne, es gibt ja auch die Start-Stopp-Technik namens Blue bei Hyundai. Soll heißen letztendlich nur 3,7 Liter auf 100 Dieselverbrauch mit 97 Gramm CO2-Ausstoß. Das ist wirklich ein Bestwert. Wir haben zum einen von der technischen Seite her ein 6-Gang-Getriebe in jeder Motorisierungsversion. Das ist eben so letztendlich, dass man den passenden Anschluss halt findet. Ansonsten von der allgemeinen Ausstattung, von der Komfortausstattung her ist es so, wir haben 4 elektrische Fensterheber, wir haben elektrische Spiegelverstellungen, die auch elektrisch anklappbar sind, mit LED-Blinkern drin. Eine Audioanlage ist mit bei, mit CD und USB und MP3-Anschluss. Wir haben eine Bluetooth-Freisprechanlage mit bei, Klimaautomatik, links und rechts unterschiedlich regelbar, also 2 Zonen. Sitzheizung, das ist alles hier in dieser Intro-Edition mit bei. Zum Motor. Eine weitere Besonderheit befindet sich bei den Benzinmotoren, und zwar letztendlich die ausgeprägte Laufruhe. Es ist den Hyundai-Ingenieuren gelungen, wirklich eine zauberhafte Laufruhe zu zaubern. Was wiederum bedeutet, letztendlich, wenn Sie im Auto sitzen, letztendlich, Sie hören nichts vom Motor. Letztendlich, Sie denken, dass der Wagen gar nicht läuft. Sie gucken auf den Drehzahlmesser und erst dann merken Sie, oh, der Motor, der läuft ja schon. Wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es selber aus.